Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier auf Münsterland TV. Im Airport CEO. Ja, ein bisschen was wollten wir noch optimieren, ne? Die haben jetzt alle zu, Alter, aber schon um die Uhrzeit. Und ja, es läuft jetzt besser, ne? Weißt du wieder was? Immer noch besetzt. Ja, ich habe ja hier ein paar Positionen nicht mehr besetzen lassen. Da müssen wir mal gucken, dass wir die... Der kann auch an der Nacht liegen jetzt. Das wird noch alles besetzt. Und die können die halt nicht neu besetzen, ne? Damit wir hier dann auch groß gehen können. Und hier hat er da auch geschrieben, ich soll hier rüber abreisen. Sehr gut. Und die Eisen halt jetzt ab. Hier würde ich halt gerne auch die, gehen wir erstmal auf mittlere oder sind wir schon am Erforschen? Ich weiß es gar nicht. Große. Ich will jetzt auch nicht viel landen lassen, aber... Ja, hat es geschafft, ja, 100%, sehr gut. Ich würde eher so 2-3 nehmen, ne? Ja. Los hier oben. Läuft schon mal. Oder zu wenig. Das ist Technik diesmal auch. Schon an. Eine dritte Station haben wir noch. Zumindest geplant. Glaube ich nicht, ne? Ja, hier dachte man vielleicht daneben. Wird da noch kommen, wenn, ne? Reinmachen. Er läuft halt hier hinter besser als da vorne. Ne? Vielleicht machen wir hier in der Mitte noch so ein Café. Ja, die Hausmeister ist immer mal eine Ware irgendwie. Nicht so anspruchslos. Stehen wir auch an, also kann ja eigentlich was Anspruchsvolles sein. 1800 Uhr. Sollten wir hier mal noch eine Sicherheitsschleuse machen, ne, oder? Das
Das heißt, wir brauchen wieder Personal. Dann gucken wir als erstes mal beim Hausmeister. Wie Köln, ne? Ja. Nochmal hier drauf, Sicherheitsbeamte. Abgerissen auch noch nicht ganz. Das läuft ja so ganz gut, ne? Nur, dass die alle hier anstehen. Ist schon viel, was die wollen, ne? Bei denen ist auch nichts los, ne? Aber der ist schon okay. Das hatte der gesagt, ne? Hier eventuell den wegmachen. Den vergrößern. Ich denke, hier wird schon irgendwas kommen. Wir können ja mal hier so rein hier entfernen. Ja. Vielleicht kommen dann dafür was Neues. Starbucks wäre schon cool. 164 Quadratmeter. Mit nur Platz. Nur zu wenig. Nein. Das ist wenig.
irgendwann zu machen. Nee, müsste schon so. So. Was wird Starbucks haben? Regale. Neun Stück. Kleines irgendwie.
bisschen glücklich hier, ne? Ich glaube, das ist schon ganz gut so, ne? Hier ist auch alles weg. Schauen wir eben, nehmen wir jetzt hier eine neue Flugbahn. Kurz was testen wir hier. Ja, geht nicht mehr. Obwohl wir testen, dass wir die hier gerade ausfahren und hier zurückfahren. Aber dann würden wir auch hier fahren. Wir müssen hier oben raus. Große Bahn. So. Dann hier. Wohlfeld. So, dann müssen wir einmal noch mal außen mal hier mal abreisen. Sobald wir das hier dann zumachen können, dann passt das hier auch. Verbreitern, wir brauchen bestimmt Platz für die neuen Landebahn dann. Abreisen hier. Ja.
ganz gut, ne? Zufrieden. Und ist aber auch zufrieden, oder? Leute einstellen im Betrieb. Hier. Ne, geht nicht mehr. Sehr gut. Haben wir gelöscht. Nur noch das Ding hier vorne. Ne? Machen wir das dran. Leitet noch bis hierhin, ne? Wir können natürlich auch unterirdisch dann hier zu den Landebahnen was hinfahren lassen. Sagt, okay, der ist schnell da, ne?
Können wir schon ab. Weil das ist erstmal noch an. Haben wir eh noch nicht die. Können wir gucken, die mittelgroße, ne? Die mittelnahe. Das war die Folge für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Dann lasst den Daumen da und wir lasst uns den Leipziger Flughafen hier wieder zu neuem Glanz verhelfen. Starbucks ist eingezogen und wir kommen auf. Morgen weiß ich nicht, ob alle zwei Tage. Aber es geht hier weiter. Bis dahin. Tschüss.